Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Battlefield Gothic Armada 2 mit den Necrons. Können wir noch was verbessern? Ich habe jetzt schon mal eine Runde weitergespielt. Wir haben zwei kleine Schlachten geschlagen. Einmal haben die Space Marines und Sea angegriffen. Und haben natürlich locker geschlagen. Und wir haben hier unten den Sektor von den Eldar weggenommen. War jetzt aber auch keine große Aufregung. Darum dachte ich mir, komm, das brauchen wir mal nicht aufnehmen. Was wir jetzt aber mal machen, um hier dieses Space Marine Gesocks hier rauszukriegen aus Bar-El, oder wie man es auch aussprechen mag, werden wir jetzt unseren Anführer und... ich weiß nicht, ob ich ihmchen nehme. Der hat Skarabäen. Ich liebe Skarabäen, ne? Der auch. Ich glaube, die beiden machen das hier ganz einfach. Skarabäen-Power. Muss noch mal kurz überlegen, weil Lanzenwaffen wären geil, aber das ist alles. Oder sowas. Für die Station vielleicht auch geil. Dann brennt das da sehr häufig. Wobei, das ist auch wieder geil. Wiederaufbau. Ne, wir kommen, wir nehmen unseren Boss. Und wir nehmen ihmchen hier. Dann rein da. Das sind 500 Punkte, aber mit der Station dürfte das locker 1000 sein. Ja, 1100. Die Dark Angel verteidigen. Wir greifen an, haben 300 Punkte. Sag ich mal mehr. Wenn wir jetzt aber irgendwelche scheiß Punkte einnehmen müssen, dann wird das schon nicht leicht sein. Weil die haben wir dann. Verteidigungsplattform hatten sie, glaube ich, auch noch. Mal einen Schluck Kaffee nehmen. Da wird es nicht leicht. Kann man quasi sagen, 200, 300 Punkte Unterschied ist fast Gleichstand. Das ist nicht so viel. So, unser Panzerschiff ist mit am Start. Der hat den Powerschuss. Das sind beide Anführer. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Aufklärungsjäger. Und es ist genauso, wie ich sagte. Bloß, wir haben zwei Punkte hier. In der Mitte wird die Station sein. Genau. Hat er keine Verteidigung? Ja, doch, die sind ganz hinten. Also wir kloppen uns dann bei der Station. Ich glaube, die KI wird dann auch zur Station fliegen. Den haben wir auch. So einen haben wir auch dabei. Super. Ja, sagen wir bereit. Der kann. Ach, der kann da mal hinschleichen. Der kann ja mal diese 5 Meter hinspringen. Oder das können ja alle machen. Dann ist das schneller da. Oder haben wir es schneller eingenommen. You have seized a strategic area. Da kommt schon was. 2, 3. Schicken aus dieser Entfernung schon Enter-Torpedos? Hammer. The enemy has seized a strategic area. So. Leider haben wir keine Nova-Kanonen. Ihr wisst ja, ich liebe Nova-Kanonen. Wollte das sagen, die reicht noch gar nicht bis hierher, oder habe ich die übersehen? Oh, da hinten kommt doch mal was. Ist abgeprallt. Es kam mal mehr. Es waren 4. Also, das sollten vielleicht die Flakgeschütze der Schiffe erledigen. Einer. Da kommt noch mehr. Scheiße. Kämpf, mach sie nieder. So. Wir springen. Der muss schon wieder Nahkampf machen.
You have seized a strategic area. So. Machen wir das mal so. Feuer frei. Habe ich das noch nicht erlaubt? Ihr dürft schießen, auf was ihr wollt. So, jetzt ist der Boss gleich hier. Machen wir Skarabäen-Action. Ah, wir werden umzingelt. So, ich glaube, wir springen hier schon mal, fliegen mal ein bisschen weg da. Ah, fuck, der ist noch gar nicht explodiert. Ich bin, hab ihn leider. Zu früh war das Ganze. Dann machen wir das nochmal. Massenrückruf. Hier. Feuer. Feuer. Der muss da auch gleich weg. Kann er nicht. Scheiße. Der kann nicht weg. The enemy has accumulated 25% of strategic points. Kann noch nicht. Skarabäen-Power. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass der da schon mal rausfliegt. Und der hier auch. Ah, nee, ist doch nicht so ganz. Oh, doch, der war gut. Ich setze den mal für ein Schiff ein. Na los, gibt's Speeder, Mensch. Kannst du springen? Nee. Jo, das Schiff haben wir noch mitgenommen. So, jetzt kann hier alles hier rein. Quasi flieg mal zurück. Du zieh dich mal zurück, du hast ja schon viel verloren. Eigenes Feuer mache ich aus. Und ihr dürft auch nicht mehr selber schießen. Geht mal rein. Ja, der hat nur eine Waffe gehabt noch und ich glaube zwei, drei Mann. Das geht schnell weg. So. Mal reparieren ein bisschen. Vielleicht machen wir das auch nochmal, falls es irgendwo leichte Schäden gibt bei den anderen Schiffen. Und dann haben wir hier schon mal die Führung auf jeden Fall. Oh, wir schieben die Station ein bisschen weg. Geh mal weg hier, geh mal weg hier. Necrons brauchen Platz. So, Frontbewaffnung, Frontbewaffnung, ihr dürft wieder schießen. Feuer frei. Ich werde das aber gleich wieder anders machen. Dass die vielleicht eine Salve schießen. Oder dann lasse ich sie in quasi in Nahkampf. Ja, ich glaube, das war gut, die Schlacht bisher. Also, ich glaube nicht, dass noch irgendwas Großes passiert.
Werden wir beschossen? Ja, der kommt dran. Warte noch mal ein Panzerschiff. Bis dahin könnt ihr ein, zwei Salben abgeben. The enemy has accumulated 50% of strategic points. Weil mit der Distanzwaffe, das geht mir ein bisschen, das ist mal ein bisschen zu, dauert ein bisschen zu lange. So ging es doch schon mal besser. So, dann nochmal schnell reinfliegen. Mal wieder eingeständige Schießen aus. Wenn wir den Punkt haben, ich glaube, dann ist es auch schon gelaufen. Maximalpunkte 2426. Es ist kein Problem. Ich glaube, da brauchen wir uns gar nicht mehr anstrengen. Das war doch schon mal gut. Ich habe eigentlich ein bisschen mehr Gegenwehr gedacht, dass da mehr passiert, aber ich beschwere mich da jetzt nicht. Dann nochmal rüber zu fliegen. Ach, da können wir uns sparen. Nutzen wir unsere Kraft auch für was Sinnvolleres als für diese kleinen zwei Abwehrtürmchen. Oh, ich habe noch Kaffee. So, wieder ein paar nervige Typen weniger. Die werden nervig. Ich hoffe mal, dass einer davon weggeht irgendwie. Die können wir nur angreifen, wenn es zwei Schiffe sind. Wenn überhaupt. Die könnte man nochmal platt machen. Die könnte man nochmal platt machen. Die sind mir auch noch zu viel, aber da können wir wenigstens mit drei rein. Also alles bis auf das hier macht mir ein bisschen... Ja, und das hier macht mir ein bisschen bange. Weil zwei Schiffe ist mir ein bisschen zu wenig. Wir können aber hier schon mal... Das sind ja ungefähr 1000 Punkte. Oh Gott, oh Gott. Ich ahne, wie das schlimm ist. Oh, scheiße. Warum passiert mir das immer, wenn ich dieses Spiel spiele? Ey, ich spiele andere Spiele. Ich muss da nie niesen. Immer bei diesem Spiel. Ich weiß nicht, warum. Mann, es ist egal, ob ich die Menschen-Tyranniden oder... Necrons spiele. Ich muss hier immer bei dem Spiel niesen. Das ist richtig schlimm. Mann. So, was wollte ich sagen? Ach, weißt du was? Komm. Schalten wir es frei. Sollen sie rauskommen. Vielleicht trauen sie sich ja, jetzt wo sie wissen, wir können rein. Vielleicht denken sie, hey, kommen wir mal raus. Wäre doch mal schön. Wäre doch mal nett. Sollen sie mal machen. Ansonsten sind wir da erstmal durch. Was, wie sieht's hier aus? Ihr habt euch quasi... Ach komm, Reparatur. Hier. 42 Silber oder so Gold. Nimm mit. Die Scheiße. So, wo kommt man hier rein? Quasi hier gleich... Oh. The Fortress Oubliette of Nemesis Tessera was once the Inquisition's most closely guarded secret. A bastion of knowledge and rigor. And a convocation point for the Imperium's most trusted servants. No more. The onset of the 13th Black Crusade set the world awash with treachery and war. Though Nemesis Tessera's dread secrets were stolen, the world itself endured, thanks to the heroism of the Space Wolves and Inquisitor Ciro. Haben Sie Glück gehabt. From the doomed hive world of Chima Lomas
to the seditious penal world of Avaris Gulag, the sector remains crippled by corruption and heresy. Yet in the forsaken fields of the Obsidian Depths, mutation, madness, and all their damned siblings are curiously absent. It is as if the Obsidian Depths border onto something not yet adequately defined, or perhaps waiting to be discovered. Ach scheiße, jetzt sehe ich erst, die haben eine Station. Fuck. Aber so richtig. Das ist ja mal richtig scheiße. Ihr wisst ja was, ich glaube, ich mache da einfach die Mission. Und gut ist. Komm mal hier rüber. Nochmal klack. Da hat man noch einen hier, ne? Kannst du auch zwei gehen? Komm mal her. Wir müssen ja nicht einmal alles erobern hier. Zack. 600. Das sollte ja wohl reichen für eine Autoschlacht, Mensch. Oh! Die haben trotzdem einen Jackal verloren. Ah, die Emperor's Children oder wie die hießen, die haben ja bestimmt gesungen oder so, ja? War das nicht so. For your intervention. The loyalty of the Temerin dynasty is yours. I imagine so. Do not give me reason to regret my actions. I will not, great lord. I will not. I expect you to strengthen our positions. Provide us with ships with no delay. A Marken. Commands. Verlorene Dynastie. Zusammenfassung. Ja, haben wir gemacht. Belohnungen. Sie haben 300 Ressourcen erhalten und ein bisschen Ruhm. Danke. Aber jetzt könnten wir daraus eine Station bauen. Ich weiß noch nicht, was ich da mache. Ist auf jeden Fall nicht so wichtig. Finde ich. Ich finde dieses Agrippina-System um einiges wichtiger. Ah, sieht doch richtig mittlerweile voll aus, ne? Das ist, hier, das Zentrum. Das, wo quasi die, das Imperium ist. Das müsste noch frei sein, oder? Ich glaube, so weit war ich mit dem Menschen, glaube ich, auch noch nicht. Aber ich glaube, die Menschen fangen vom Inneren an und wir vom Äußeren hier irgendwie. So, wenn ich die nächste Runde mache, genau, das war das, was ich vergessen habe. Springen wir schon mal rüber. Bei so viel Geld kann man das mal machen. Ich glaube, diesen Sektor werde ich auch nicht erobern. Ich warte, ich hoffe nur, dass wir die Space Marines da irgendwie mal schwächen. Dass die quasi, dass wieder quasi, ich finde doch eine dritte Flotte, sehe ich gerade. Ich hätte eine dritte Flotte. Ah, die habe ich hier abgezogen. Weil wir kriegen ja hier gleich in zwei Zügen Überraschungsbesuch vom Chaos. Scheiße. Wenden wir mal einen Zug. Rüsten halt auf. Da kriegen wir demnächst auch einen Angriff. Aber Agrippina, da sollten ja genug Einheiten sein, um das wegzuschlagen. Das ist kein Problem. Ja. Aber in zwei Runden. Kann das nicht in derselben Runde sein? Verfickt. Was für ein scheiß Timing.
und die greifen die Orks an. Die Orks sind da auch echt eine Plage, aber die sind echt nicht schwach. So. 500. Ach komm, dann machen wir Autoschlacht. Auch das ist erbärmlich. 3-1 in der Überzahl. Ey, schon wieder ein Jekyll verloren. Was machen die denn da immer, die Schiffe? Ja, dann kaufe ich die halt nach. Aber der war voll ausgelevelt hier. Das ist ärgerlich. Aber ich benutze die meistens eh nur zum Auskundschaften oder zum Punkte einnehmen. Das war's. Schade. Jetzt springt der in 2 Runden weg und in 2 Runden... Alter, das wäre dann die Option. In 2 Runden müssen wir... Oh, er hat eine neue Flotte gebaut. Scheißendreck. Ich war schon glücklich. Hey, Great Lord. The construction of ships has begun. Though our anchorages remain threatened by tyrannies. I will provide protection. Hasten the construction. Yes, Great Lord. Okay, Tyranniden greifen an. Der Schwarm. Aus Dank für ihre Rettung bei... Ich kann es gar nicht. Der Weise, dem Bau von Schiffen. An seinem Ziele. Ach komm, wir müssen einfach nur den Nemesis, Belis, Corona und Agrippina-Sektor vor den Tyranniden beschützen. Müssen wir generell da die Tyranniden tilgen? Oder kommt da jetzt irgendwie nach und nach... Okay, 2 Züge. Da hat sich meine Frage gerade erübrigt. Scheiße. Das ist noch 1,6, ne? Das ist gar nicht wenig. Tja. Da weiß ich nicht. 2000 Punkte kann ich da nicht hinpacken. So, das wird auch eine mega fette Schlacht. Da kriegen wir es gleich von 2 Seiten. Alter, fick dich. Fick dich derbe. Es tut mir leid, wenn ich immer so ein bisschen... ja, mich aufrege, aber... Das ist so richtig hart. So, der kann nur 2 Sektoren fliegen. Das ist schon mal bescheiden. Ich bin überlegen, dass wir die einfach platt machen. Aber der pimmelt ja immer. Das war unsere Runde. Dann kann er rüber kämpfen. Dann war's das. Das sind dann... Da noch 2, 3 Runden. Könnte passen, klappen. Ne, wir machen. Müssen mit dem mal zuerst fliegen. Wir machen das einfach. Dann hauen wir die Elder die nächste Runde da weg. Vielleicht fliegen die Tyranniden dann in den Sektor rein oder sonst irgendwie, aber. Naja. So kommen wir nicht auf den grünen Daumen. Ja, tolle Mission. Super, freut mich. Gar nicht, ehrlich gesagt. Freut mich überhaupt nicht. Weil hier ist gerade niemand. Absolut niemand. So. Ah. Komm, ich glaube, ich springe einfach wieder zurück. Dass wir diesen Sektor da erstmal sauber halten. Weil die kommen auch gleich in 2 Zügen. Und auch wenn ich... Ich weiß gar nicht, ob ich die wegkriege. Das ist... Das wird nicht wenig sein. Das wird voll heftig, ey. Wir haben hier gerade mal 1000 paar zerquetschte. Wir haben hier keine Raumstation. Aber wenigstens kommt die in 2 Runden. Und oben kommen sie in... Wie viele waren es? 4? Hier. Dann können wir sie wieder hier hochschicken. Aber wir kriegen sie da nicht weg. Das wird da oben ein größeres Problem.
Ja, hier könnte es klappen. Wenn wir unsere drei Flotten haben, das könnte klappen. So, was haben wir hier? Ne, da brauchen wir nicht gucken. Oh, warte mal, da war auch was. Naja, ein Einzug. Kommt das Chaos. Und was haben wir hier? Ah, hier wird es echt Poker. Hier müssen wir pokern. Also hier müssen wir echt warten, dass die eine Flotte wegfliegt. Dass die hoffentlich nicht aufgerüstet wird. Er fliegt hin, macht die hoffentlich platt hier. Und dass wir nur noch diese 500 Punkte da haben. Mit dieser Basis und so, dass wir die vielleicht da endlich wegkriegen. Und diese Mission machen können. Das wäre schön. Manchmal muss man ja nur den richtigen Moment abpassen. So. 1000 Punkte Chaos. Die 1000 Suns greifen an. Ach komm, den Spaß gönnen wir uns noch. 1000 Suns und Dark Elder. Und nichts kann den Necrons das Wasser reichen. Befehle sind starke vorübergehende Boni für verschiedene Situationen. So. So, was haben wir? Ah, ich glaube, ein Panzerschiff haben wir auch da, so ein großes. Das ist, glaube ich, dieselbe Aufstellung wie bei gegen den Dark Angel. Jo. Kugel der Wiederbelebung, Pyramide der Wiederaufbau. Oh. Der einzige, der geile Fähigkeiten hat, ist Ähmchen hier. Und ich glaube, wir werden jetzt mal. Ready to serve. Na, ich drehe die Kamera mal ein bisschen. So, wir fliegen zur Station. Die Station. Moving. You have braucht unsere Hilfe. Strategic area. Ihr dürft auf alle schießen. You have seized a strategic area. Ja, the enemy has seized a strategic zwei Flotten. Area. You have seized a strategic area. The enemy has seized a strategic area. Viel Kleinkram, wenn ich das so richtig sehe. Oh, ein bisschen näher ran da. So. Bin gespannt, was gleich kommt. Da mal Abfangjäger. Oh, da kommt was. Springen wir weg. So, dann würde ich sagen, alle Mann, habt Spaß. Feuer. Seitlichen Beschuss. Und was? Deck zerstört? Hammer. So. Inferior vessel sighted. Internal damage registered. They are doomed. Ach so, der hat den Kettenblitz auch. Naja. Boarding successful. Frayed ones are feasting. Na komm, ich glaube, wir springen hier mal weg.
Codex swarms have breached the enemy vessel. All power to motive units. Feuer frei. Wo ist unser Großer hier? Ah, da kann ich springen. Scheiße, ist schon kaputt. 25% to strategic points. Nee, wir warten. Ja, warte mal. Wir können den Kettenblitz vielleicht? Nee. Schitte, schitte, schitte! Oh, Blitzschlag. Haben wir nicht gekriegt. Na, die Station hält noch ein bisschen was aus, aber... Blitzschlag, ach Hammer. Ah, fuck! Bieg mal ab. Mist, zu spät. Fuck. Meuterei. Haut die trotzdem da weg. Ah, springen wir da weg. Könnte ja explodieren. Dann den nächsten. Ach, der lebt noch, verdammt. So, der kleinere kann da ja weiter jagen und nerven. You have accumulated 50% of strategic points. Reassembling coherence. Boarding successful. Frayed ones are feasting. Internal damage registered. Und Leute rüber schicken. Ah, jetzt kommt ja immer noch Verstärkung, verdammt. Ah, super. Vielleicht so ein kleiner Jäger weg. Tja, die Station, da haben sie zu knabbern. Er schießt mal auf den Kleinen da. Dass er vielleicht auch mal Geschichte wird. Dann fliegen wir dahinter. Internal damage registered. Der kann mal dahinter springen. Ah. You have accumulated 75% of strategic points. Verdammt. Muss weg. Nice.
Ah, wir haben bald gewonnen. Aber der muss weg hier. Du darfst nicht mehr schießen. Flieg weg. Du brauchst neue Truppen. Reparieren. Decks reparieren. Die Station hat auch echt eine gute Reichweite. Aber wie sieht's aus? Gehe ich zurück? Ja, das ist halt der Vorteil, wenn man verteidigt. Ne? Man muss halt nur diese drei Punkte halten. Und wenn man eine Station hat und Verteidigungsplattform, da muss der Angreifer eigentlich mehr Punkte mit. Ja, ich denke mal, wir haben uns gut verkauft. Also ich glaube, wir haben ja auch 1200-1300 und die hatten 1000 Punkte. Schon ein kleiner Unterschied. Ja, zumindest wenn sie. Der Angreifer braucht mehr Punkte, definitiv. Hätte zwar seine ganze Masse nicht spielen können, weil wir nur 1000 Punkte haben, quasi. Oh, der hat überhaupt keinen mehr an Bord. Gruftrückruf. Die Truppen haben einen Notsprung zur nächsten Gruft gemacht, um zu heilen. Das Schiff verliert zwei Truppen. Wenn das Schiff keine Truppen mehr hat, gilt es als zerstört. Scheiße. Dann habe ich es doch verloren. Fuck. Rüsten noch auf. Toll. Das mussten wir uns auch mit ansehen jetzt, ja? So, das wird gleich lustig. Ich hoffe, dass der zuerst springt, hier auf die Fresse kriegt, der normal hier rüber und dann hier mindestens eine Flotte raushaut. Und der ist auch schon wieder. Ja, kriegst du nicht unter 1000, die Schweine da. Repariert. Schlimm ist, ich krieg da, glaube ich, keine Einheiten mehr. Doch hier könnte ich noch was reinkriegen. Hier auch. Hier wird es nur ein Jackal, das weiß ich jetzt schon. Ach, was lädst du so lange? Ja, 25 Punkte haben wir übrig, aber was anderes wird es nicht. Und warum ist dieses Schiff nicht der Anführer? So. Nee, warte mal. Verdammt. Scheiße. Ach so. Aber jetzt haben wir gerade gesehen, hier haben wir wirklich das Schiff verloren, weil wir da zu wenig Truppen hatten. So ein Fuck, ey. Ich will gerade, was wir mit dem machen. Die Orks werden es wahrscheinlich überleben gegen die Elder. Ja. Ja, kommen wir eh nur mit zwei Flotten rein. Also. Er hat 700 Punkte, das ist geil. 746. Der könnte noch ein bisschen was gebrauchen.
kriegen aber nichts mehr Großes rein, ne? Das ist zu viel. Der würde gehen. Guck einfach, was so reinpasst. Zack, der geht bis auf einen Punkt. Nimm mal. Ich hoffe, dass es für die Space Marines reicht. Wenn es nicht klappen sollte. Wir könnten aber auch die zurückziehen. Die beiden. In einer Runde. Da passt nichts mehr rein. Die heilen wir mal und dann was da vielleicht noch. Geh mal weg, du kleiner Falter. Nee. Ich überlege gerade, wenn wir den rausschmeißen, kriegen wir da vielleicht noch so einen zweiten rein. Oder wir haben noch einen Jackal. Wir könnten aber, weil es 1600 sind, könnten wir uns nochmal hier Verstärkung holen. Aus diesem Sektor. Genau. Zack. Hammer. Imperiale Datenbank haben wir auch aufgewertet. Es gibt mehr diese Schlachtpläne. So, was wir nicht machen können, ist uns hier drum kümmern. Obwohl, wir können erstmal das machen. Dann geht er auf zwei Runden und wir können dann doch hier vielleicht abziehen. Obwohl ich den gerne hier hinschicken würde. Da bräuchten wir auch vielleicht mal eine dritte Flotte. Hier ist aber nur die Mission hier und wir kommen eh nur zwei. Ne, ich nehme den da mal weg. Und wir versuchen hier was zu reißen. Kriege ich ihn hier hin? Super. Strategische Position. Vielleicht kriegen wir dann irgendwann hier auch eine Raumstation. Wäre fein. Aber gegen die können wir nichts machen. Das Einzige, was wir hier machen könnten, ist wirklich... so ein Aderlass quasi. Wir müssen darauf warten, dass die immer angreifen. Das heißt, wir würden jetzt die platt machen, aufrüsten, die nächsten platt machen. Was ich gerade doof finde, ist, ich kann ja keine Schiffe bauen. Oder auch nicht kaufen, oder? Ja, sind ja keine Punkte hier. Fuck. Gut, ich beende mal die Runde und solange wir nicht angegriffen werden, werde ich erstmal so, ja... Nee, ich glaube, eine Runde werden wir eh nicht rüberkommen, ne? Zwei Runden... Naja, ich sag, wir sehen uns nächste Runde. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare, lasst ein Like da oder ein Abo. Ich würde mich freuen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.